The Evil Within Folge 28. Willkommen zurück. Warum habe ich so komisch betont? Keine Ahnung. Wir sind, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wenn ich ehrlich bin. Wir sind wieder irgendwo, irgendwie runtergefallen und jetzt mal wieder auf der Suche nach Joseph und Kidman, beziehungsweise nach Joseph, Kidman und, was macht er da? Scheint locker zu sein. Das hat jetzt mit dem Finger. Okay. Gott, sind wir ein schlauer Typ, ey. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Okay. Oh. Ach, cool. Hallo? Ah. Ich glaube, das hier ist einfach bloß so. Ah, ne, geht's hier weiter? Geht's da vorne weiter? Ich will nichts verpassen. Ah, ich hol's erstmal das Zeug da drüben. Guck mal, was hier so rumliegt, das ist alles nichts für uns. Aber das ist was. Oh, das ist toll. Da bauen wir uns gleich mal die nächsten Bolzen. Okay. Das war jetzt weniger, als ich gehofft hatte. Aber was soll's? Haben wir hier noch irgendwas? Was ist da? Können wir das Buch da lesen? Kommen wir da irgendwie dran vorbei? Ja, genau so. Was entschärfen? Das war eine Bombe? Das muss ich halten, hä? Was ist denn das? Ach, guck mal. Was ist denn da drin? Haben wir Schlüssel gefunden? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es das irgendwas ist, was, aber naja. So, das Buch hier können wir nicht lesen, okay. Das können wir lesen. Notiz aus Katakomben. Hilfe, das metallische Stampfen. Er kommt, ich renne weg, aber er folgt mir. Gott hilf mir. Hilfe, 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 Hilfe. Kenne ich irgendwo, ja. Das deutet vermutlich darauf hin, dass wir jetzt demnächst wieder entweder von dem Kettensägen-Heini oder von dem Geister-Ezio da belästigt werden. Können wir das kaputt machen? Ja. Hilft bloß nichts. Okay, also es sieht aus, wie wenn es hier weitergeht. Dann gehe ich zuerst mal nach da drüben. Da liegt vor allem noch was. Schönes Bild. Hallo? Was? 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 Was soll denn das? Oh. Soviel zum Thema schönes Bild. So, Munition. Und Sachen zum Kaputthauen. Ist nichts mehr. Aha, beide auf einmal. So, nochmal ein paar Teile. Das Bild irgendwie. Nee. So, dann bauen wir nochmal. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch einen anderen Bolzen bauen sollten. Aber ich finde die alle, ehrlich gesagt, eher unnötig. Bis auf die Harpunenbolzen. Höchstens die Explosionsbolzen sind auch ganz witzig. Okay, gut. Dann hätten wir das. Dann geht es jetzt hier weiter. Und dann gucken wir mal, ob er kommt. Er mit dem metallischen Stampfen. Ich habe eigentlich keinen Zweifel dran. Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut. Och, sieht ja einladend aus. Ich zück mal lieber die Schrotflinte. Da fühle ich mich irgendwie am sichersten damit. Ach du Scheiße. Ach, sieh an. Jetzt kommt der endlich. Das ist ja, ich glaube, das war das erste Artwork oder relativ frühes Artwork, das zu diesem Spiel veröffentlicht wurde, dieser Typ. Den haben wir bislang noch gar nie gesehen. Ihr habt ja vielleicht gerade einen Blick drauf geworfen. Das ist irgend so. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das weiß, glaube ich, niemand so genau. Aber sicher ist, dass wir es mit dem mit seinem Ding zu tun bekommen. Ich höre aber immerhin das schöne Geräusch an Speicherpunktes. So, nehmen wir das mit. Und dann gehen wir da mal rein. Komm, mach die Tür auf, Junge. Und Sebastians dummes Tagebuch geht auch weiter. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9:56 Uhr, 3,31 Kilo, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Lilly Lynn, das ist auch sehr netter Name. Das arme Kind. So. Jetzt geht es erstmal zum Speichern, zum Aufleveln und wir haben auch, glaube ich, zwei Schlüssel sogar, die wir einlösen können. Mal, sind das die Katakomben?
Katakomben entdeckt, Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Ja, die Kirche. Das sind die Katakomben, wo wir uns gerade befinden. So, guten Tag, die Dame. Ich würde gern einmal speichern. So. Schwierigkeit, was haben wir? Ah, 2 von 3 Totenköpfen haben wir, also Mittel. Gut, dann würde ich mal hier kurz gerne durch und hol mir mal... Jetzt komm, mach die Tür. Ach, die kann ja nicht auftreten, die Tür hier, verdammt. So. Ach, dann können wir eigentlich auch zuerst kurz dieses Kartenfragment, das wir in der letzten Folge gefunden haben, hier anbringen. Ah ne, halt, die gehen automatisch dahin. Das habe ich vergessen. Guck mal, da liegt noch ein Bolzen, den wir das letzte Mal nicht mitnehmen konnten. Jetzt geht's. So, und jetzt können wir ein paar weitere aufschließen. Ich glaube 2 Stück. Was gibt's hier? Genau, die gleichen Bolzen nochmal. Okay, und wir sind schon wieder voll. Ist hier was Sinnvolleres drin? Na, also, grünes Gel geht immer. Gut. Was haben wir hier? Oh, guck mal, wir haben sogar noch Schrotflintenmunition, Alter. Das ist ja cool, wenn man da mal was liegen lässt, dann hat man irgendwann später immer eine Überraschung. Das ist toll. Okay, dann noch aufleveln. Und dann geht's zurück in die Katakomben unter der Kirche und zu diesem komischen Fleischertypen. Ich bin gespannt. So, um 20.000. Ich glaube, damit können wir ordentlich was anfangen. Wobei, ich habe exakt gar nicht mehr im Kopf, wie viel das sowas kostet. So. Ich kann mich da mal ganz schlecht für entscheiden. Das ist natürlich immer nicht schlecht. Das haben wir schon abgeschlossen hier. Schrotflintenmunition ist auch nicht schlecht, wenn wir das mehr hätten. Wir können die Lebensanzeige... Ups, nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Ich wusste nicht, dass wenn man auf rechte Maustaste klickt, dass er dann aussteigt. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Fällt mir schwer, mich bei sowas zu entscheiden. Sprintdauer können wir um Nahkampfschaden spritzen. Wirken. Das ist doch mal was Sinnvolles. Und zwar gleich 2-mal. Das ist nämlich durchaus geschickt. So, können wir uns, das könnten wir uns leisten, hier noch höheren Nahkampfschaden. Ist eigentlich auch nicht schlecht kommen, was soll's. So, haben wir sämtliche Punkte ausgegeben. Und da würde ich sagen, komm, speichern wir auch gleich nochmal. Oh Gott, wie er mal langsam diese Türen zumacht, das ist echt schlimm. So, zack. Jawohl. Und dann geht's zurück. Der Wächter ist das dann vermutlich, richtig. Genau, das Kapitel heißt ja auch so. Hätte man sich denken können. So, zurück. Wir nehmen mal... Der Wirt gegen den Typen bringt uns keine wirkliche Waffe was, aber... Naja. Das kenne ich irgendwo her, das haben wir schon mal irgendwo gesehen, das Symbol. So, der befindet sich... Also ich will da eigentlich gar nicht runter... Okay, ich bin unten. Okay, irgendeine Kette... Der Typ, wo stand denn der drin? Ist das ein Käfig oder was? So, hier ist noch so eine Tür. Das ist das gleiche Symbol. Ansonsten entdecke ich hier recht wenig. Aber hier können wir wahrscheinlich das Teil irgendwo... Genau. Oh, ich will da eigentlich nicht. Aber was soll's. Passt. Oh, jetzt müssen wir noch einen Raum nach rechts und einen Raum nach links und da jeweils auch so eine Scheibe finden. Haha. Das hat ja noch nie ein Spiel gemacht. Okay. Also vermutlich geht es jetzt noch ein bisschen Zombie erlegen und Sachen holen. Ist aber auch ganz nett. So. Ach du Scheiße. Okay, da ist aber gleich das Rad. Achso, wiederholt drücken. Na, super. Was war denn das für ein lilaner Rauch, um Gottes Willen? Geht's überhaupt rein? Ja. Ich hasse sich selbst schließende Türen. Habe ich, glaube ich, auch 1-2 Mal in diesem Let's Play schon erwähnt und 6-7 Mal in... Hallo? Der Herr? Oh, hallo, was bist du denn?
Siehst ja noch verratzter aus als alle anderen hier. Warum hast du uns schon gesehen? Ich nehme lieber die Knarre, was soll's. Hast du zwei Köpfe? Oh, verdammt. Ach komm. Alter. Nein. Ich hab's mit meinen Headshots heute. Jetzt. Ja, von wegen. Na doch, ich dachte gerade. Also der war jetzt schon mal unwitzig. Hat der zwei Köpfe? Hat der Typ, der da hängt, auch zwei Köpfe? Ja, Tatsache. Und da bricht jetzt gleich der nächste raus, tippe ich mal. Können das aber auch manuell aufmachen. Ich sehe da bloß keinen Sinn drin. Doch, da liegt Munition. Oh. Da, kommt der von selber raus? Nee. Die haben. Guck mal. Die haben echt zwei Köpfe. Das ist ja widerlich. Huch. Oh, der erwischt uns von da aus, okay. Können wir den eigentlich abschießen? Vermutung hat sich bestätigt. Ja, komm. Also. Ah, nee. Die brauchen so lange, bis sie mal liegen bleiben. So kann ich das hier irgendwie anheben. Jetzt kann ich die Streichhölzer da nicht durchwerfen. Ich drehe durch. Kann ich das hier nicht rüberschieben oder so? Anscheinend nicht. So. Flasche. Und Streichhölzer. Okay. Ja, genau. Ich muss den Riegel doch, der leuchtet doch schon so. Du zappelst doch gleich auch wieder, oder? Ja, also. Und ich müsste ja hier anzünden können. Wer war das? Oh. Wie habe ich die gerade aktiviert? Das war ja cool. Jetzt. So. Ich bin ein bisschen schweigsam heute, merke ich gerade. Es tut mir leid, aber das ist vielleicht für euch auch gar nicht schlecht, wenn ich mal nicht durchgehen laber. So, wie sieht's hier aus? Sind hier noch mehr? Von den Gesellen, da sieht's weitläufig aus. Na, da nicht so. Hallo, was haben wir hier? Eine Axt, das ist gut. Ach, und guck mal, so eine Maske. Die einige von den Typen schon getragen haben. Oh, Bombe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Zeug, was ich drücken muss, deswegen lasse ich es lieber. Sonst sterben wir gleich wieder. Tritt nach links und trifft die Tür rechts. Genial. Der Castellanos ist schon, Ach du Scheiße. Müsste es eigentlich. Hallo? Okay. Warum brennen die denn nicht? Okay, das ist eine schlechte Idee, hier rumzustehen. Ja gut, dann bleibt ihr mal da, würde ich sagen. Und wir nehmen jetzt mal eine Spritze. Wir sind schon wieder am Sterben. Halt da. So. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert. Das muss doch irgendwie da weggehen. Das sieht doch nicht so schwer aus. Oh. Okay. Ich habe das Rätsel gelöst. So, ist hier noch irgendwas? Nee, irgendwelche Aufzeichnungen. Überall dieses Symbol und Namen. Das ist ja interessant. Kennt man da jemanden? Nicht so wirklich. Okay. Ich hoffe, ihr hört dieses Doppelklicken nicht immer auf meiner Leertaste. Das kann nämlich sein. So, es ist entweder Leertaste oder es ist E. Ich probiere es jetzt nochmal. Achso, ich habe nicht drauf geachtet. Alter, jetzt habe ich nach unten geguckt, nicht drauf geachtet, wo dieses Ding ist. Ich bin so doof. Okay, Leertaste ist es. Aber das nächste Mal wissen wir es. Okay, da geht's noch tiefer runter. Was ist das hier? Wir probieren es einfach mal aus.
Entschuldigung, darüber lacht man nicht. Sowas finde ich einfach witzig. Diese Gewalt. Furchtbar. Heutige Jugend, es ist doch ein Jammer. So. Ups. Dropkick. So. Bäh. Der hängt da drin irgendwie fest. Da sieht man den Fuß genau, das ist ekelhaft. So. Oh, hier unten ist aber reichlich Beute. Okay, Snipergewehr. Aber ich brauche das Snipergewehr hier unten auch nicht. Wann auch? Die stehen alle viel zu dicht auf mir drauf. So, Moment, wir können mal kurz hier die Gelegenheit nutzen, ein bisschen nachladen. Haben wir eine Schrotflinte? Haben wir voll, okay. Wir müssten aber neue Bolzen bauen können. Und zwar würde ich mich gerne mal... Ach, scheiße. Ah, ich wollte die gar nicht bauen, verdammt. Ich wollte die eigentlich... Ich will eigentlich die Bolzen durchgehen. Genau, das hätte ich gerne noch einen. Ach, können wir uns gar nicht leisten. Okay. Da beim nächsten Mal halt, aber nimm die Axt mit. So, genau, das war Sniper-Muni, die brauchen wir gerade nicht. Gut, dann geht's weiter. Und zwar diesen vertrauenserweckenden Abgrund darunter. Aber zuerst gehen wir noch hier rein, da gibt's noch was zu verschärfen. Meine absolute Spezialfähigkeit. Was leuchten da rum? Achso, da hinten ist die Bombe. So, wir probieren es nochmal. Hallo, ich habe pünktlich gedrückt. Ich habe echt pünktlich gedrückt. Ach scheiße, oh Gott, wo müssen wir jetzt weiter? Oh Gott. Ich habe ganz vergessen, das ist hier so ein... Oh. Wo müssen wir jetzt wieder anfangen? Ich Idiot. Ich befürchte, wir müssen es in dem Raum von Anfang an wieder machen. Oh Gott. Ich Vollidiot. Oh, das tut mir leid. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge einiges Bekanntes sehen. Alter, könnt ihr mal die Texturen bitte laden? Das sieht ja furchtbar aus hier. Naja. Ist es normal, dass es so... Ja, dankeschön. Es ist trotzdem schlimm, dass es nachladen muss. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und müssen dann halt das Gleiche nochmal probieren, weil ich zu dumm bin. Ja, guck, er schüttelt schon den Kopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.